Kinder, ich möchte euch gerne erzählen, wie ich die letzte Staffel von How I Met Your Mother empfunden habe. Deshalb sollte jedem klar sein, dass dieses Video Spoiler enthalten wird. Nachdem ich How I Met Your Mother vor ein paar Wochen von der ersten Staffel an angefangen habe, war es natürlich ein Riesenerlebnis, jetzt das Ende zu sehen. Vor allem, weil schon so viel darüber geredet haben, wurde man schon so ein wenig gespoilert. Allerdings war das Ende mir noch total unbekannt. Allein wenn man sich die Rezensionen mal anguckt, sieht man einfach, wie viele einfach auch gegen dieses Ende sind. Es war ungefähr 50-50 und ich wusste einfach nicht, wie das Ende jetzt wird. Wird das jetzt geil oder wird das jetzt scheiße? Was ich zuallererst sagen muss, ist, dass die gesamte 9. Staffel fast nur aus der Hochzeit von Barbie und Robin besteht. Ganze 22 Folgen haben sie damit gefüllt. Und ich muss schon sagen, dass das irgendwann sehr langatmig rüberkam. Aber dann kamen sie endlich, die letzten zwei Folgen, wo wirklich eine Menge passierte. Die ganze Staffel ist, wie der Name schon sagt, darauf aufgebaut, dass Ted seinen Kindern erzählt, wie er seine Mutter kennengelernt hat, also Tracy. Nachdem er also endlich zum gefühlt tausendsten Mal über Robin hinweggekommen ist, über die es ungefähr die letzten 8 Staffeln ging, traf er also endlich auf Tracy. Schön und gut. Allerdings war es kein Happy End, wie es die meisten jetzt erwartet haben. Ich glaube, daher kommen auch die ganzen negativen Rezensionen. Das Ding ist einfach, Barney und Robin heiraten 22 Folgen lang. Das muss man sich mal reinziehen, 22 Folgen lang, um dann in der 23. Folge sich wieder scheiden zu lassen. Die meisten haben jetzt wahrscheinlich gehofft, dass es ein typisches Happy End ist. Barney und Robin sind glücklich, Lily und Marshall sind glücklich, Ted und seine Tracy sind glücklich und alles ist super. So haben sie jetzt natürlich die meisten gewünscht. Dass Robin und Barney am Ende allerdings sich in der letzten oder vorletzten Folge scheiden lassen, ist irgendwie ein totaler Schlag in die Fresse so gesehen. Die beiden haben sie also scheiden lassen und Barney zieht direkt wieder los zu irgendwelchen Weibern und schwängert irgendeine Alte. Ich finde das unglaublich, nachdem er irgendwie 20 Jahre lang durchgehalten hat, jetzt auf einmal Pech gehabt. Also irgendwo ist das dann doch ein bisschen komisch, dass Barney auf einmal Vater wird. Robin geht natürlich scheiße, fühlt sich überhaupt nicht mehr wohl, ist auch eine Zeit lang im Ausland und so weiter. Kommt dann wieder, merkt, dass Barney Vater ist, sie kommt anscheinend damit klar, ist ja auch super. Aber irgendwo ist das dann doch komisch, wie das alles so innerhalb von einer Folge entwickelt hat, so total random und niemand hätte damit gerechnet. Ich meine, wer hat damit bitte gerechnet? Bei Marshall und Lily hat sie natürlich nicht wirklich was getan. Die haben jetzt, glaube ich, sogar noch 3 Kinder insgesamt bekommen. Der größte Schock, den die meisten von euch wahrscheinlich hatten, war der Moment, in dem Ted am Ende seine Geschichte zum Ende gebracht hat. Also erzählt hat, Kinder, und so habe ich eure Mutter kennengelernt. Wir dachten, alles wäre super. Und dann kam raus, dass die Mutter schon seit 6 Jahren tot ist, wo er den Kindern angefangen hat, das zu erzählen. Und alle so, was? 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 Und die Kinder dann ganz einfach so trocken so. Ja gut, mach dir doch Robin klar. Ich meine, du hast eh die ganze Zeit nur über sie geredet, also geh mal zu ihr hin. Und dann geht er da mit dem Horn hin, das er aus der ersten Folge hat, um Robin zu beeindrucken. Und die meisten, also es läuft irgendwie daraus hinaus, dass Robin und Ted halt doch wieder zusammenkommen. Ich weiß gar nicht, was ich da gerade zu sagen soll, ne? Zusammenfassend kann man also sagen, dass das ein Ende war, mit dem niemand auf der Welt gerechnet hätte, wenn er bis dato geguckt hätte und sich nicht hätte spoilern lassen. Ich glaube, niemand hätte damit gerechnet, weil es einfach so total unhappy-endmäßig war und einfach so random irgendwie auch ein bisschen. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich das Ende trotzdem richtig, richtig geil fand. Die 9. Staffel an sich fände ich jetzt nicht so geil, weil sich das sehr, sehr lang gezogen hat mit der Hochzeit. Aber so das Ende, ich muss schon sagen, ich bin ein großer Fan von Enden, die nicht so klischeehaft sind und wo man schon von Anfang an weiß, wie es kommt, und dann ist es ja auch langweilig. Viele werden sich darüber jetzt ärgern, so, ja, das muss doch so Happy End mäßig sein. Ich glaube, das war noch so die größte Hauptaussage der Rezension. Ich persönlich mag das Ende aber, weil das einfach so, es ist alles irgendwo ein riesiger Schock. Und genau das finde ich an dem Ende so geil, wenn das wirklich so ein Moment ist, wo man sich denkt, oh Gott, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, es ist immer viel besser. Also, oh, damit, das wusste ich ja schon, hätte ich es gar nicht gucken brauchen. Also irgendwo finde ich dann die Rezension doch so ein bisschen komisch, die ganzen negativen Meinungen, weil ich persönlich fand das Ende doch, es war offen. Das ist eigentlich auch immer ganz gut für Leute, die sich immer beschweren und so weiter und so fort, aber mir persönlich hat es wirklich gefallen. Ihr könnt immer eure Meinung in den Kommentaren da lassen, dann können wir mal ein bisschen darüber diskutieren. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon mal wieder von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich eine positive Bewertung da. Checkt meinen Kanal aus, dies, das, Social Media, Krams, Gedöns, wie auch immer, wenn ihr Bock habt. Und sonst sehen wir uns bald im nächsten Video. Ciao, Leute.